Du interessierst dich für Karrierechancen und Social Media, dann ist das richtige Video. Nämlich, ich suche einen Leiter, eine Leiterin für mein Social Media Team. Und was sind die Anforderungen? Das kommt jetzt gleich. Also, der erste Punkt ist, wissen die Menschen da draußen, dass es dich gibt? Ja, das tun sie, das tust du, weil sonst würdest du dieses Video nicht sehen. Die zweite Frage ist, wissen die, dass du Mitarbeiter suchst? Nein, das wissen die wenigsten und deswegen gibt es dieses Video. Also, hier ist kein Content drin, hier geht es nicht um Verkaufen, sondern hier geht es um eine Karriereoption. Also, Standort ist Bochum. Arbeitgeber ist der Bestseller-Verlag und deine Aufgabe ist es, ein Team zum Erfolg zu führen. 6 Mitarbeiter im Büro in Bochum und damit ist auch klar, kein Homeoffice und kein ich mache das von München aus, sondern du musst schon in Bochum vor Ort sein. Wir haben das höchste, schönste und modernste Bürogebäude im Ruhrgebiet, wie ich finde. Und ja, du hast 6 eigene Mitarbeiter, respektive du hast auch noch eine ganze Reihe von externen Dienstleistern, die entsprechend zu koordinieren sind. So, und wenn ich jetzt diese Position beschreibe oder dich beschreiben würde als idealen Kandidaten, dann hört sich das folgendermaßen an. Du holst dir deine Inspiration bei Leuten wie Russell Brunson, Tai Lopez, John Lee Dumas oder Gary Vee. So, wenn du von den 4 Namen jetzt vielleicht nur einen kennst, dann ist das schwierig, dann ist das der falsche Job für dich. Du weißt, dass es bei YouTube und iTunes mehr um SEO geht als um Kreativität. Ganz wichtiger Punkt. Du musst dich mehr mit den KPIs, mit dem Algorithmus beschäftigen, als mit bunten Thumbnails. Das ist ganz wichtig. Du kennst die unterschiedlichen Zielgruppen und deren Vorlieben auf TikTok, Instagram und LinkedIn. Du weißt ganz genau, welcher Kanal bedient welche Zielgruppe. Du verbringst mehr Zeit mit den Analytics als mit neuen Filtern für Fotos. Auch wichtig, du musst sehr zahlenorientiert sein und weniger kreativitätsorientiert. Ich hätte gern beides, aber wenn ich die Wahl habe, Zahlen. Du verzettelst dich nicht mit Micromanagement, sondern führst dein Team zum Erfolg. Das ist deine Führungsposition. Da geht es nicht darum, dass du jedes Tor selber schießt. Im Idealfall schießt du gar kein Tor selber, sondern deine Mannschaft schießt die Tore. Aber du bist der Trainer der Mannschaft. Du bestimmst, wer auf dem Feld ist. Du bestimmst, auf welcher Position und wer den Ball hat. Du verfolgst die neuesten Trends auf Social Media und kannst gut erkennen, was zu uns und unserer Zielgruppe passt. Du bist mehr gewissenhaft und analytisch als hip und kreativ. Also es gibt keine Kleiderordnung bei uns, ne? Du musst jetzt nicht im Anzug mit Krawatte kommen als Mann oder im kleinen Schwarzen als Frau. Das interessiert mich, sondern mir geht es darum, wirklich gewissenhaft und analytisch. Begriffe wie PPC, Funnel, Lookalike Audience, Thumbnail, OMR und Contra gehören zu deinem täglichen Wortschatz. Also, wenn du auch hier die Hälfte jetzt nicht verstanden hast, was ist das der falsche Job für dich? Du kennst den Unterschied zwischen einem Projekt und Prozessen. Wenn nicht, google mal. Du bist ein Freund von Führen mit Zielen und erreichst so deine Ergebnisse. Führen mit Zielen, dass jeder Mitarbeiter genau weiß,
Wofür wird er bezahlt? Was ist seine Aufgabe und welche Resultate werden erwartet? Du suchst keinen 9-to-5-Job, sondern du suchst eine echte berufliche Herausforderung. Dann ist das das Richtige für dich. Bochum, Exzenterhaus, der schönste Arbeitsplatz im Ruhrgebiet. Darauf freust du dich. Dann ist es das Richtige. Du hast verstanden, dass die Kommunikation mit der Community auch am Wochenende stattfindet. Also ich spreche nicht von der 7-Tage-Woche, ist klar, ja? Also jeder soll auch sein Wochenende machen, aber du musst sicherstellen, dass die Kommunikation mit der Community auch am Wochenende stattfindet. Also eine gewisse Vorausplanung. Ne? Dann, du bist gern unterwegs. Du reist auch gerne. Wir sind 10 Wochenenden im Jahr unterwegs zu Seminaren, zu Weiterbildungsveranstaltungen. Darauf musst du Lust haben. Ja, wenn du sagst, nein, das Wochenende gehört der Familie, ich mag nicht reisen, ich mag keine Hotelbetten, ist es der falsche Job für dich. Du hast dich schon mal mit SEO und Online-Marketing beschäftigt, auch wenn es nicht dein Tagesgeschäft ist. Also, du musst nicht Werbeanzeigen auf LinkedIn und bei YouTube schalten. Das ist nicht deine Aufgabe. Da haben wir Partner, die das für uns tun. Aber du musst wissen, was das ist und wie das Ganze funktioniert. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt, was ich gerne hätte als Anforderungsprofil. Wenn du jetzt immer noch schaust und sagst, das bin ich, oder wenn du jemanden kennst und du weißt, der ist es, dann bewirb dich. Klar, es gibt eine angemessene Bezahlung, durchaus auch mit einer Variablen, so dass du dein Einkommen auch zum Großteil selbst bestimmen kannst. Du hast ein Budget, von dem andere träumen, für Social-Media-Aktivitäten. Du hast volle Personalverantwortung, auch was das Thema Einstellen angeht. Wir wollen wachsen und du bist beim Marktführer. Und das ist schon mal eine ganz andere Position. Bei uns wird mehr angefragt, als dass wir irgendwo anfragen. Das ist schon cool. Du fängst nicht bei null an, sondern du arbeitest mit einem Team, wo die Leute wirklich ein richtig gutes Fachwissen haben. Und egal wie gut du bist, du wirst bei uns definitiv noch eine Menge lernen. Definitiv. So, wenn das für dich ein Thema ist, freue ich mich über deine Bewerbung. Die bekomme auch ich auf den Tisch und ich gebe dir dann auch ein direktes Feedback dazu. Irgendwo rund um dieses Video wird es eine E-Mail-Adresse geben. Schick deine Bewerbung gerne an diese E-Mail-Adresse. Also am liebsten hätte ich gerne irgendwie ein, zwei, drei Minuten Motivationsvideo, warum du und was wir davon haben und einen tabellarischen Lebenslauf. Das wäre cool. Also wenn wir das kriegen könnten, dann bekommst du umgehend eine Rückmeldung und im Idealfall sprechen wir dann darüber, welche Karrierenoptionen es für dich in Bochum gibt. Also nochmal, wenn es nichts für dich ist, kennst du möglicherweise jemanden, für den es was ist? Und dann freue ich mich über die Weiterleitung. So, also, wenn du eine Delle ins Universum hauen willst, dann melde dich bei mir. Vielen Dank, fette Beute.